Sehr verehrte Freunde, was geht? Willkommen zum Spieltagsschnack vom Auswärtsspiel des Hamburger Sportvereins beim SSV Jahn Regensburg. Und ich denke mal, es war ein Spiel, wo eigentlich jeder HSV-Fan in den letzten 5 Minuten alle wirklich denkbaren Emotionen, die man mit dem HSV in Verbindung bringen kann, durchlebt hat. Und am Ende nimmt es für uns das bessere Ende und wir gewinnen auswärts mit 4:2. Und sind wir jetzt wieder oben mit dabei im Aufstiegsrennen? Das wird sich zeigen, dazu mehr, denn wir fangen an mit dem Spiel und das fing alles andere als gut an, weil uns der Regensburg wirklich teilweise in der eigenen Hälfte festgepresst hat und wir hier und da dann auch Fehler gemacht haben im Aufbauspiel und nicht so wirklich reinkam in die Partie und die Regensburger hatten dann auch wirklich einige gute Chancen. So direkt nach 3 Minuten habe ich mir direkt aufgeschrieben, schon 2 Abschlüsse, also lief nicht so gut der Start in die Partie. In der 6. der nächste Abschluss von Regensburg und in der 9. gab es dann nochmal eine Riesenchance, nachdem es da so ein bisschen Chaos im 16er gab, aber die Chance war dann abseits, von daher wäre es nicht schlimm, wenn er drin gewesen wäre, aber innerhalb von 9 Minuten hatte Regensburg schon an die 4 gute Gelegenheiten, also ein früher Rückstand wäre da alles andere als unverdient gewesen. Und dann in der 11. ging es halt direkt so weiter durch einen wirklich schönen Volley, der dann gut von Heuer Fernandes gehalten wurde, allerdings konnte er den Ball nicht festhalten, der rollt dann noch so ein bisschen weiter, sah erst so aus, als wenn er noch möglicherweise ins Tor rollen könnte, aber wenn Heuer Fernandes nicht rechtzeitig da gewesen wäre, wäre er wohl ins Seiten ausgerollt. Also, ja, 11 Minuten, die schon mal nicht einfach anzugucken waren als Fan des HSV. In der 13. dann das Unglaubliche, ein erster Abschluss aufs Tor und das war dann halt ein Kopfball von Glatzel, der allerdings nicht so ultra gefährlich war. Und man könnte meinen, jetzt legte der HSV los, denn in der 15. gab es direkt die nächste Chance durch Glatzel, der irgendwie so eine Mischung aus flachen Schuss und Hereingabe macht. Der Ball geht dann zu Haier, der den Fuß hinhält und den Keeper damit sogar ja fast überlistet. Gegen die Laufrichtung, allerdings geht der Ball am Tor vorbei. Also dann mal 2 HSV-Chancen, aber das hat jetzt nicht so viel geheißen in dem Moment, denn in der 22. haben wir dann wieder mal ein bisschen Kacke gebaut im eigenen Strafraum, beziehungsweise war es dieses Mal sehr unglücklich. Heuer Fernandes wollte den Ball klären und wegschlagen, trifft allerdings einen von unseren Abwehrspielern im 16er. Die Regensburger sind zu zweit vorm Tor, aber Heuer Fernandes kann das Ganze dann vereiteln. Der Kommentator meinte ja direkt, oh, Fehler von Heuer Fernandes. Das sehe ich jetzt nicht so, das ist halt einfach dummer Zufall gewesen, dass da halt ein Mann stand, so war jetzt nicht wirklich ein Fehler. Und dann in der 23. göttlicher Moment, Muheim schießt einfach mal und was für ein Schuss war das bitte, der Ball schlägt oben rechts rein, ein, unhaltbar, der HSV führt auf einmal 1:0 und keiner weiß so wirklich warum, aber ist auch scheißegal, es hat sich einfach nur gut angefühlt und das Tor hat dann den HSV so ein bisschen beflügelt, die kam dann besser rein ins Spiel, in der 28. gab es einen Glatzelabschluss. Und was man allerdings auch sagen muss, dass zu diesem Zeitpunkt auch Ludovit Reis leider den ein oder anderen Fehlpass sich geleistet hat. Da waren 2 sehr auffällige Dinger innerhalb von 1-2 Minuten, wo der Ball 2-mal auf Jatta gehen sollte, bei die wirklich katastrophal waren. Und das hat dann auch Tim Walter bemerkt und ihn mit sich mal rausgeholt und ein paar Worte mit ihm geredet. Also Reis war da heute nicht so gut im Spiel. Wir allerdings zu diesem Zeitpunkt insgesamt gesehen dann schon in der 37. hatte man dann nämlich mal einen so hohen Kopfball. Der ist ja nicht so groß, von daher eine eher ja Seltenheit nach einer Hereingabe von Jatta. Und damit gehen wir dann auch in die Pause, weil die letzten Minuten in der ersten Halbzeit ein bisschen ereignislos waren. Es stand 1-0, das kam ein bisschen aus dem Nix. Und die 10 bis 15 Minuten nach dem 1-0 war dann der HSV gut im Spiel, bis dann halt kurz vor der Pause das Spiel wieder so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist, nachdem Regensburg die gesamte erste Hälfte der ersten Hälfte eigentlich, ja, dominiert hat, kann man, denke ich, sagen. Dann, zweite Hälfte, ich komme 2 Minuten nach Wiederanpfiff wieder vor zum Fernseher und höre schon, während ich, ja, um die Ecke biege, den Jubel der Regensburger Fans und denke mir, scheiße, es steht 1:1 und ich hasse diesen Moment. Wenn man 1-2 Minuten zu spät kommt und die gegnerische Mannschaft hat schon getroffen, dann ist so die Laune direkt komplett im Keller und das ist natürlich auch, wenn man es so normal miterleben würde. Aber ja, ich wusste halt lange nicht, wie das passiert ist, dann kam irgendwann 10 Minuten später eine Wiederholung und ja, meine Fresse, das Tor haben wir uns ja mal sowas von schön selbst eingeschenkt. Toller Rückpass von Haier. Aber gut, jeder macht Fehler. Wir waren aber besser im Spiel als am Anfang der ersten Halbzeit, das kann man immerhin sagen, weil es durchaus Chancen gab für uns in der 54. zum Beispiel auch in der 56. haut dann leider Glatzel aus recht kurzer Distanz drüber und dann in der 66. wird's wieder geil, wenn man so sagen kann, denn Suhon schließt einfach mal ab und der Ball ist schon wieder drin. Nächster Fernschuss, nächstes Tor, 2:1, irgendwie wollen die heute sitzen. Im Gegensatz zum ersten Tor war das jetzt alles andere als unhaltbar, aber ich beschwere mich hier mal nicht.
Und man muss allerdings auch sagen, dass eben die beiden Tore, die wir da gemacht haben zu diesem Zeitpunkt, allesamt Fernschüsse waren, nichts aus dem Spiel heraus. Da ging jetzt nicht so ultra viel, was das Durchkombinieren anging, sage ich mal. Aber ist mir auch egal, solange wir ein Tor mehr haben als der Gegner, passt das für mich. In der 72. hatte dann der Jahr nochmal eine gute Chance. Die kam dann nochmal so ein bisschen in der Schlussphase. Auch in der 74. gab es nochmal eine wirklich krasse Kopfballgelegenheit. Oder allerdings der Regensburger, der aufs Tor köpft, den eigenen Mann, der vor ihm steht, anköpft, sonst wäre der Ball wahrscheinlich drin gewesen. Von daher Glück für uns an der Stelle. Und in der 79. hat dann der HSV die große Gelegenheit zu kontern. Und wir spielen es, glaube ich, so schlecht aus, wie man es nur schlecht ausspielen kann. Und am Ende wird da überhaupt nichts draus. Und dann gab es auch noch eine Szene, wo dann Alidou zum Ball gehen konnte, nachdem der Konter schon einmal verteidigt wurde. Aber Alidou bleibt stehen, der Regensburger kommt an den Ball, also Alidou hat mir tatsächlich nach seiner Einwechslung auch nicht wirklich gut gefallen. Das war leider ein Muster bei ihm, dass da seitdem diese Sache mit Frankfurt begann und das Ding dann durch war, dass da leider von ihm nicht mehr so viel kam. Da bin ich gespannt, wie das für ihn dann bei der Eintracht laufen wird, ob er da wieder an die ersten Leistungen von uns in der zweiten Liga anknüpfen kann oder ob es so weitergeht wie jetzt hier in den letzten Spielen. Ich gönne ihm da natürlich nur das Beste. Und dann, ja, der große Tiefpunkt, 88. Minute, es gab Elfmeter. Lange Zeit konnte man nicht genau sagen, warum, weil das war jetzt, wenn man das Spiel normal im Fernsehen guckt, nicht so klar ersichtlich, das Foul. Und es gab halt auch, bis der Elfmeter ausgeführt wurde, keine Wiederholung. Deswegen hatte ich halt keinen Plan, warum es den Elfmeter gab. Der wurde auf jeden Fall souverän verwandelt, es stand 2-2. Die Welt war quasi wieder untergegangen im Leben eines HSV-Fans. Und dann kam auch die Wiederholung und ja, Elfmeter kann man geben, auch wenn ich finde, dass die Bilder das alles nicht ganz so gut eingefangen haben. Ja, und normalerweise wäre das Spiel jetzt durch gewesen, es würde 2-2 ausgehen und die letzte Mini-Chance auf den Ausstieg wäre weg gewesen. Aber nein, wir haben die 90. Minute, irgendwie taucht da Wagnermann vom Torwart auf und knallt das Ding da rein. Da gab es noch ein bisschen Diskussion, ob da vielleicht ein Zombie die Sicht versperrt hat. So, der Kommentator meinte noch so, ja, der stand da schon irgendwie, aber hat dann auch gesagt, dass ja, da er beim Schiedsrichter ist und das durchgehen lässt und das ist auch die einzige Entscheidung, weil Kinzombi hat zu 0,0% auch nur in irgendeiner Form die Sicht versperrt oder auch in irgendeiner Form irgendwas am Verhalten vom Torhüter geändert. So, von daher einzige richtige Entscheidung, dass das Ding zählt. Und es stand 3-2 kurz vor Ende, 5 Minuten Nachspielzeit. Das Leben war schön, aber es kann noch schöner sein. 95. Minute, es gab noch einmal Elfmeter für den HSV. Auch berechtigt, weil Kittel gefoult wurde. Kinzombi tritt an und Kinzombi, ja, trifft die Latte und von der Latte prallt der Ball ins Tor und es steht 4-2. Also, ja, die Emotion, die man da in diesen Minuten durchlebt hat, ich glaube, da war alles Mögliche mit dabei. Von in der 88. noch Trauer. Wir haben jetzt wirklich keine Chance mehr, irgendwas zu machen, zu, ja, auf einmal führen wir 3-2, die Hoffnung ist wieder da, aber ja, wir haben das Spiel heute gewonnen, das ist sehr gut, wir haben quasi unsere Aufgabe erfüllt, auch wenn ich sagen muss, dass das ganze spielerisch hier alles andere als eine Offenbarung war vom HSV, muss dazu gesagt werden, so dass sieht das Ergebnis ein bisschen besser aus, als das Spiel insgesamt gesehen war, aber ob das Ding hier heute ein Erfolg war für uns oder nicht, das wird sich halt eben gerade heute im Spiel zwischen Darmstadt und St. Pauli also zeigen. Also klar war es ein Erfolg, ja, wir haben gewonnen, aber wenn St. Pauli heute gewinnt, hat uns das eigentlich so gut wie gar nichts gebracht in Hinsicht der Plätze 2 und 3, weil ja auch Schalke sich wunderbar hat abschießen lassen von Werder Bremen. Deswegen abwarten, wie das heute im Abendspiel läuft. Und wenn Pauli da Punkte liegen lässt, dann war das heute absolut Gold wert. Und ja, wenn Pauli das Ding heute gewinnt, dann sind wir nur noch 3 Spiele und weiterhin 5 Punkte weg von Platz 3, halt ebenfalls 5 von Platz 2, aber dann ist es eigentlich noch schwerer als vor diesem Spieltag, deswegen abwarten, was hier heute passiert, bevor man final bewerten kann, wie wichtig das Ding hier heute war. Für die Moral war es natürlich sehr wichtig und ja, mal gucken, was hier heute im Abendspiel noch so alles passiert, wie morgen dann noch der Club spielt und dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche nach dem nächsten Spiel wieder und bis dahin Leute, sage ich ciao und wie immer natürlich trotz allem nur der HSV.